Weiter geht's. Hier mit Raketenraserei. Da freue ich mich sehr darauf, weil ich Raketen mag. Genauso wie Loren fast. Ich weiß nicht, ob vielleicht sogar mehr. Ist eigentlich eine relativ neue Idee, auch wenn es schon mal in abgewandelter Form vorkam. Ich würde mal sagen, es muss ich dich verstecken vor Loren Level in meinem Ansehen. Ja, wo geht's denn jetzt mit der Rakete los? Ich will nicht hier ewig lang rummachen. Boah, ich glaube, das Level war sehr schwer, aber das sage ich ja ständig. Moment mal, wie komme ich jetzt denn da rein? Ja, super. Kann ich das kippen? Ah. Da muss man auch erstmal drauf kommen. Boah, sieht das blutig aus im Hintergrund. Wie ein Jabu-Jabu-Sparrow. Ich weiß, wo hier oben hin. Das gibt mehr Bananenmünzen für mich. Zack. Und da hoch. Also die Bonusspiele werden irgendwie nicht mehr schwerer. So ein Bonus kennen wir aus dem ersten Teil mit diesen Krokodilen, wo man auf den Kopf springen muss. Mehrmals. Das hätte ich mir noch gewünscht. Aber man kann ja nicht alles haben. So, endlich auf in die Rakete rein. Jetzt geht's ab. Hui! Die übliche Musik dabei, das ist sehr schön. Denn die mag ich. Mit so einem Touch von der achten Welt im Hintergrund. Oh, alles muss wieder kaputt gehen. Man kennt es. Ganz enge Spalten hier. Keiner mag es eng. Keiner. Wie kommt ihr darauf, dass der Spieler das eng mögen sollte? Oh, geil. Sieht auf jeden Fall schon mal genial aus. Und da war noch ein Puzzleteil. Das andere muss ich diesmal nicht mehr holen. Die braucht doch eh kein Mensch. Bei Raketenleveln. Ja, das, man braucht doch kein zwei Herzen, weil man sowieso direkt kaputt ist. Wenn man einen Fehler macht. Also kann mir das alles egal sein. Am besten wäre halt nur, wenn man direkt bei der Rakete starten könnte und diesen Vorschmack da immer noch haben muss. So, das brauche ich. Das ist auch nicht so schwer. Ich muss aufpassen, dass ich von hinten nicht getroffen werde. Von hinten ist echt gemein. Von vorne guckt man ja noch ein bisschen, aber von hinten, daran denkt man gar nicht so. Boah, verpasst. Na gut. Puzzleteil ist nicht so wichtig. Beim Buchstaben hätte ich mich jetzt selbst umgebracht. Warte! Geh da weg, Mann! Ich muss hier durch! Ich bin Arzt! Ah. Oh yeah, oh yeah. Nur ein Puzzleteil verpasst. Dann habe ich schon ein Viertel, glaube ich, des Levels geschafft etwa. Okay, hallo Leute. Wer seid ihr denn? Krieg ich da ein Puzzleteil? Krieg ich da eins? Tatsache! So, dann fehlt mir nur noch eins. Es gibt nur noch ein Puzzleteil in diesem Level. Oh, oh, oh. Boah, sieht das geil aus. Aber wie soll ich da durchkommen? Das sieht genial aus. Mit diesen Feuerschlangen. Ah, so heiß hier. Die Luft kommt mir entgegen. Die heiße Luft. Oh je. Yeah. Ach, das ist schon das N. Dann ist das Level gar nicht mal lange. Dann habe ich schon über die Hälfte geschafft. Ist mir gar nicht aufgefallen. Schade, dass es so kurz ist. Warum machen sie die geilen Sachen immer so kurz? Hä? Vorhin war ich oben und wurde getroffen. Jetzt war ich unten und wurde auch getroffen. Die haben doch garantiert immer dasselbe Muster. Das ergibt keinen Sinn. Na, wir werden sehen. Ich komme ja immerhin ganz gut bis dahin an diese Stelle schon mal. Es gab ein Level in der Fabrik, da war ich wesentlich schlechter drauf bei ihrem Raketenlevel. Das waren Zeiten. Oh nein, das war nicht nett anzusehen. So, jetzt gehe ich wieder weiter nach oben. Ah, okay, und jetzt hätte ich dann runter... Okay. Da braucht man blitzschnelle Reflexe. Und leider reagiert die Rakete jetzt nicht so blitzartig wie der Finger an sich. Und diesen Delay muss man auch noch mit einbeziehen. Ich liebe diese Musik. Ich habe sie als 30 Minuten Extended Version auf meinem PC und höre sie jeden Tag. Vom Schlafen gehen und vom Aufwachen. Ich dachte schon, ich wäre dumm gewesen, aber so dumm. Ja, doch, war ich. Naja, ich bin weitergekommen als davor. Das Problem ist, ich denke mir immer einen Plan aus und dann, wenn ich da bin, habe ich voll vergessen, was ich eigentlich machen wollte und spiele einfach wie immer. Da wäre ja so ein Vorteil von Safe States nicht zu missachten. Aber ich nutze keine Safe States, nein. Nicht bei so einem Spiel, das ist schön. Vielleicht bei irgendeinem dummen Spiel.
Oh, das war wieder... Ja! Ich komme nur noch dahinter. Hab's ja schon einmal geschafft, da weiterzukommen. Zack. Diese Musik, die macht doch eh alles schön. Also allein wegen der Musik lohnt es sich ja schon zu sterben, damit man länger in diesem Level bleibt. Yep, die damit Nintendo auch schön das Video claimen kann. Und Geld damit verdienen kann. Ich wollte schon immer mal Werbung auf meinen Videos haben. Hab ich sowieso schon auf ein paar... Oh, schon wieder denselben Fehler. Ist auch schön, wenn man ein Video sehen will und erstmal 2 Minuten lang Zahnpasta-Werbung kommt. Yay. Ah, natürlich, für ein Let's Play muss ich natürlich meine Zähne geputzt haben. Erzogen werden von YouTube. Der braucht schon Eltern. So, jetzt nicht mehr denselben oben und jetzt runter. Und jetzt... Ja, runter! Ich glaube, wenn ich weiter unten geblieben wäre, hätte das geklappt. Als ich beim ersten Mal nämlich so weit gekommen bin, bin ich nach oben gegangen und da war so ein kleiner Spalt, dass ich da nicht durchgekommen bin. Zwischen zwei Seeschlangen, hätte ich mal gesagt. Feuerschlangen! Die man hier auch zum ersten Mal sieht. Die haben nicht so einen Kopf wie die aus dem letzten Level. Also sind das andere. Aber den Namen der Gegner erfährt man, glaube ich, nie. Leider. Aber vielleicht gibt es hier irgendwie einen Spieleberater. Doch! Nein, ich hab's schon wieder getan! Aber das sieht so aus, als käme man da durch. Nervendes Schwein. Ich brauch deinen Helfer nicht. Auch wenn ich ihn irgendwann mal zeigen will. Den weißen Computeraffen. So, das... Ich wollte gerade sagen, das Ende ist ja kein Problem hier. Und schon schaffe ich es zum ersten Mal nicht. Man braucht Geduld. Man sieht schon in dieser Welt sowieso. Dauert jedes Level ein bisschen länger als sonst. Da kommen wir auch noch über 30 Videos. Yay! Das ist ja kein Problem, die Bananen einzusammeln. So, jetzt vielleicht mal ein bisschen klüger agieren. Und nach unten. Und unten bleiben. Perfekt. Boah, das kann doch nicht so schwer gewesen sein. Aber naja, man stellt sich manchmal ein bisschen dümmer an, als man eigentlich denkt. Ja, man muss sich nicht davon irritieren lassen. Denn man kann ja eh nicht schneller fliegen. Ist ja nicht wie das Raketenlevel, wo es nach oben ging. In der siebten Welt. In der Fabrikwelt am Ende. Und das war's schon. Dann war es am Ende doch gar nicht so schwer und hat sogar noch Spaß gemacht. Perfekt. Da spare ich mir auch das Rumgefucht. Ich habe das G nicht... Wo war das G? Scheiße, ich muss das Level nochmal machen. So ein Mist. Na gut, es war ja nicht so lang. Wo war das G? Ich habe es nicht gesehen. Irgendwo versteckt. Gut, dann... Da ich sowieso nur ein Level pro Video angedacht hatte in dieser Welt, holen wir es direkt. Es macht eh Spaß. Kann man sich nichts vormachen. Genießt die Musik, lehnt euch zurück und schüttelt den Kopf über die Skills, die ich hier preisgebe. Zack. Dann kann ich mir auch noch das eine Puzzleteil holen, ne? Mir hat da noch eins gefehlt, oder? Zack. Schön, dass man so eine lange Abklingzeit hat, wenn man getroffen wird, bevor man wieder getroffen werden kann. Es gibt da ganz andere Spiele. Ich erinnere mich zum Beispiel an Super Mario Bros. 3. Da wurde man eine halbe Sekunde, nicht mal, nach dem Treffer wieder möglich getroffen zu werden. Wollte man wieder getroffen werden. Eine Sternschuppe von hinten. Noch eine Sternschuppe von hinten. Hilfe! Ist das gefährlich? So, unten war gleich... Was? Hab nicht mal gesehen, was das war. Irgendein Splitter scheinbar. So, jetzt vielleicht mal ein bisschen langsamer, um nicht getroffen zu werden. Ausnahmsweise. Und der Grinder. Ich meine, das Level kenne ich jetzt schon, da sollte jetzt nicht das Problem sein. Mir fehlt nur das G eigentlich. Was mache ich hier? Die Sache in die Länge ziehen, das mache ich. Aber ich schneide nichts. Ah, wieso kommen die so schnell wieder hoch? Das ist ja wie bei Cyberbone Action. Oder wie ich gerne sage, Cyberbone Action. Ist das spannend? Das war jetzt total wie so ein Grobmotoriker. Man erstmal eine halbe Sekunde auf dem A-Knopf bleiben muss. Und erstmal festgeklebt ist.
Das ist nur die Aufregung, nur die Aufregung. Kann mich doch nicht blamieren hier. So, jetzt. Komm. Naja, wenn man sich nicht blamieren kann, sollte man keine Videos auf YouTube machen. Oder man schneidet halt wie verrückt. Na, ich meine, irgendwann schafft jeder mal einen geilen Move, den er hochladen kann. Da muss noch keinen Skill haben für. So, jetzt wo ist der Splitter, der mich getötet hat? Boah! Wow, war das knapp. Das ist echt gefährlich gewesen, das Puzzleteil. So, wow, ich hab Angst. Ah! So. Ja, das musste ich halt einsammeln. War da ein Checkpoint? Ich glaube nicht. Ich muss alles nochmal machen. Wieso gibt's hier nur einen Checkpoint nach dem O? Das kann doch nicht ernst sein, wow. Scheiße. Jetzt wird das Level erst richtig schwer, obwohl ich es schon geschafft habe. Witzig. Wieso habe ich es zum ersten Mal so gut geschafft? Man darf sich einfach nicht beeindrucken lassen. Und man darf sich auch nicht so sicher fühlen, wenn man denkt, man hat es doch geschafft. Ist ja so leicht. Nein. Ja, kann ich weiter oben bleiben, da ist sicherer. Nicht so weit oben. Flacker nicht so rum, Donkey. Das steht dir nicht gut. Wow! Jetzt wird's peinlich. Ich komme noch auf die unter 50 Leben. Keine Sorge. Ich meine, wenn ich hier Bananensaft... Oh, fuck. Bananensaft nehmen würde, würde mir das nicht mehr was bringen. Was ist das denn jetzt? Man will ja seine Zuschauer irgendwie verscheuchen und wenn man es nicht auf normalen Wege kann, macht man es eben so. Zack. Los geht's. Bananen. Immer schön Bananen sammeln. Affen stehen auf Bananen, habe ich mir sagen lassen. Und ich stehe auf diese Musik. Vielleicht ist das das Problem. Wenn ich nicht so auf die Musik stehen würde, würde ich das hier viel schneller schaffen, weil ich nicht auf die Musik achten würde. Weiter oben bleiben, aber nicht zu weit. Nicht zu weit. Nicht zu. Jetzt wird's dumm. Keine Ahnung, mein Finger wackelt, der zittert, er braucht seinen Schuss. Keine Ahnung. Ich habe keine Kaffeesonne mehr, das ist das Problem wahrscheinlich. Ich habe nur noch Mineralwasser hier. Aber ich habe so viel Kaffeesonne getrunken. Ganze zwei riesen Päckchen schon dieses Jahr. Ich glaube, so viel habe ich mein ganzes Leben lang noch nicht getrunken. Ah, zusammengerechnet. Man braucht ein bisschen Geduld mit mir. Als Abonnent hat man es nicht leicht. Ich meine, bei mir bezahlt man nichts. Ah! Und kriegt dann auch nur noch Scheiße geboten. Also eigentlich ist alles Scheiße. Denn nur wenn was kostet, dann ist es auch was wert. Ah! Ich dachte schon. Ich bin echt. Keine Ahnung, es ist schon 1 Uhr morgens. Vielleicht ist das ein bisschen zu früh für mich. Und man darf nicht vergessen. Ah! Damit ihr auch mal seht, wie viel ich schon vorher aufgenommen habe. Die Zeitumstellung war gestern. Also mir fehlt eine Stunde Schlaf. Dann könnte es auch liegen. Mal wieder ganz viele Ausreden suchen. Eine wird schon passen. So, ich kneife die Augen zusammen. Ich konzentriere mich und merke nicht, dass mein Arsch brennt. Da war eben voll der Grafikfehler, kann es sein. Naja. Boah. Sind das Grafikfehler oder ist das normal? Ich glaube nicht, dass das nicht normal ist. Jetzt habe ich da wieder ein Leben durch Bananen. Ich muss auch mal ganz viele Bananen im Edeka kaufen und fragen, kriege ich da bei 100 ein Leben? Wehe, wenn nicht. Dann gehe ich zu Aldi. Das ist richtig unschön. Aber ich gebe nicht auf. Aber es kann sein, dass ich vielleicht doch ein bisschen was rausschneide. Oder die ganze Sache beschleunige. Das habe ich lange nicht mehr gemacht. Das finde ich eigentlich ganz witzig. Wenn man einfach mal das Video beschleunigt. Und die Stimme dann wie Mickey Mouse klingt. Obwohl, ich kann das auch anders machen ohne Mickey Mouse. Lalala. Dann ist die Stimme einfach schneller. Man versteht sie gar nicht. Dann kann man sich das Video runterladen und die Sache wieder verlangsamen, wenn man es unbedingt gucken will. Das habe ich schon bei anderen Videos mal so gemacht, bei anderen Let's Playern. Weil ich das auch selber eigentlich gar nicht mag, wenn das alles schneller ist. Ich möchte es gerne in voller Länge mitkriegen. Aber da bin ich scheinbar ein bisschen eigen.
So, ich genieße das Level. Also ich habe ja noch Spaß daran, auch wenn es ein bisschen lächerlich ist. Ein bisschen lecker Lick, was ich hier abliefere. So, wow, das war wichtig. Jetzt bin ich ja wieder so weit wie noch nie. Mal wie schon lange nicht mehr, sagen wir mal so. Ich musste das O riskieren. Das ging ja nicht anders. Wollen wir uns mal angucken, wir kennen ja das Level jetzt schon. Erzählen wir mal, wie man es wirklich macht. Wobei, dann ist das Puzzleteil nicht gespeichert. Aber das ist mir egal, das kriege ich ja gleich wieder. Ihr seht immer, wie das aussieht. Das war ein schneller Ladescreen. Wahrscheinlich, weil das Level schon geladen war. So, ich bin das nicht, das spielt von selber jetzt der Computer. Wir mal sehen, wie er es macht. Okay. Sieht auf jeden Fall genial aus, muss ich ja sagen. Und der ist relativ langsam unterwegs. Er spielt auf Sicherheit und damit man auch mitkommt. Und er hat eine blaue Krawatte. Ich habe eine orange. Oder eine rote. Orangenrot. Blutorangenrot. Das ist auch die Lieblingsfarbe von Gruntilda aus Banjo-Kazooie. Kleine Randnotiz, die keinen interessiert. So. Sieht doch irgendwie ein bisschen cooler aus, oder? Als ich da drauf. Also er sammelt eh nichts ein, außer Bananen. Mhm. Haben wir das auch mal gesehen. Der hat's echt drauf. Dabei sieht es voll einfach aus, wenn ich mir das so angucke. Gerade das ist schön langsam alles, man kann alles vorher sehen. Aber es ist halt nicht so leicht, wenn man die ganze Zeit A tappen muss. Und wenn man das O nicht einsammeln muss, sowieso. Aber man hat gesehen, direkt nach dem O ist der Speicherpunkt. Also bis dahin muss man es schaffen. Und dann kommt erst die Stelle hier, wo ich eigentlich Probleme hatte. Er sammelt halt nichts ein. So kann ich das auch. Zumindest denke ich das. So, dann nach oben, Mitte oben, unten. Kann man sich eigentlich merken. Boah, was? Was? Was war das denn? Soll der mir nicht zeigen, wie es geht? Und jetzt kann er nicht mal selber das? Und jetzt werde ich aus dem Level geschmissen? Was war das? Der will mich doch verarschen, ey. Was ist das denn? Normalerweise macht er das Level fertig. Das ist selbst für den zu schwer. Vielleicht, weil es die achte Welt ist. Vielleicht ist das normal da. Was für ein Scheiß, ey. So, jetzt fehlt mir wieder das eine Puzzleteil. Ist okay, das kann ich mir jetzt nochmal holen. Hat sich ja voll gelohnt, mir das anzugucken, weil der es nicht mal bis zum Ende geschafft hat. Das mache ich nie wieder. Das ist Zeitverschwendung pur. So, jetzt geht das Video leider ein bisschen länger. Aber ich werde auf jeden Fall dieses Level in ein Video packen. Das ist gar keine Frage. Und wenn es eine Stunde dauert, dann wird das Video halt riesig. Du bist bestimmt wieder asynchron, ne? Oder irgendwas hängt dann wieder. Das hatten wir schon mal. Aber egal, kann man ja neu hochladen. So, ich wollte das Puzzleteil haben. Wieso will ich es eigentlich haben? Ich brauche das gar nicht. Aber naja, da müssen wir das Level nie wieder sehen. Es sei denn, bei 200% vielleicht muss das nochmal gemacht werden. Bin da immer noch nicht so ganz sicher, wie das dann abläuft. Weil ich das noch nie gemacht habe, mal 200. Aber ich glaube, 100 hatte ich echt schon. Zumindest habe ich ja den Boss besiegt, von daher würde das reichen. Und alle Level gemacht. So. Jetzt möchte ich das Puzzleteil, es ist gar nicht so leicht, weil man da so eng zwischen den Feuerbällen nach unten muss gleich. Hier. Na. Aber doch, das war schon richtig. Ich habe das Puzzleteil schon gerochen. Aber es gerochen. Boah, das ist hier knapp, ey. Dumm-di-d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 umm. Bin ich mal ein bisschen ruhiger. Vielleicht klappt's ja dann. Oh yeah. Ah! Hat alles so gut geklappt. Na egal, ich habe das Puzzleteil wieder. Schluss mit Larifari. Ich lasse all die alten Faxen sein. Jetzt machen wir ernst. Wer weiß, woher das Zitat kommt, der möge es sich doch. Der möge sich freuen. Ich will schon wieder Sachen in die Kommentare schreiben, weil mich das selber aufregt, weil ich das jetzt ein paar Mal in ein paar Videos gesagt habe. Eigentlich bin ich ja nicht so einer.
dann freut euch und jubelt ein bisschen. Daumen hoch! Nee, nee, bloß nicht. Dann fühle ich mich nur Fame. Dann verlange ich noch Geld, dann mache ich bezahlte Abos. Warum mache ich das? Ich habe das Prototyp doch schon. Okay, ich bin wieder mal eine Runde ruhig, wenn ich eine Rakete bin. Man hat ja gesehen, dann kann ich durchaus besser spielen. Ist ja auch logisch, ne? Ohne nebenbei reden. Wir sind ja alle keine Frauen, wir sind nicht multitaskfähig. Naja, vielleicht habe ich auch weibliche Zuschauer. Ein paar wenige vielleicht, ein paar tausend. So, ich bin ruhig. Boah, jetzt bin ich gespannt, ob ich den Teil schaffe. Oben, Mitte, unten oder so war das, ne? Ne, Mitte, oben, unten, so rum. Und das G auf jeden Fall finden, darum geht's ja eigentlich. Das Puzzleteil war ja jetzt nicht so wichtig. So, oben. Ich bleibe in der Mitte. Jetzt oben. Und jetzt unten. Oh, geil. Hier ist er gestorben, der Deppel. Wo ist das G? Ich gehe nicht ins Ziel, bevor ich das G nicht gesehen habe oder gefunden habe, eingesammelt habe, wollte ich sagen. Ich sehe es nicht. Ja, jetzt habe ich irgendwie woanders hingeguckt. Egal, ich habe ja den Checkpoint und wir haben gesehen, ich habe es zum ersten Mal jetzt geschafft. Also witzigerweise ist jetzt der erste Teil der schwierige gewesen und nicht der, wo ich beim ersten Mal Probleme hatte. Nämlich der hier. Aber wenn man das Schema einmal raus hat hier. So, das Ende. Alter. Immer wenn ich sage, das Ende ist kein Problem, dann mache ich so eine Scheiße. Was ist das? Gut, reißen wir uns am Reißverschluss. Und erledigen das mit Hochgenuss. Gut. Hier kann man sogar mal ein bisschen mitsingen wieder. Weil... Ah, ist das heiß. Das ist aber nicht schwer, das muss ich sagen. Hier ist das echt nicht mehr schwer. Der erste Teil war irgendwie viel schwerer. Mit dem Puzzleteil und dem O. Jetzt muss ich nur noch das G finden. Es ist gleich fertig, das Level. Wo ist das G? Ich hab's nicht gesehen. Was ist das? Ist das erst hier rechts noch irgendwo? Die wollen mich doch verarschen. Ich finde das G nicht. Kann ich ins Ziel? Ich habe das G nicht gesehen, wo war es? Ich kann ja nicht darauf verzichten, sonst müsste ich das Ganze nochmal von vorne machen. Ihr wollt bestimmt nicht nochmal den ersten Teil sehen. Den würde ich auch nicht mehr zeigen. Habe ich jetzt das N? Ne, das N muss ich nochmal einsammeln. Das ist ja nur ein Checkpoint hier im ganzen Level. Wie in guten alten Zeiten. So, das N ist direkt hier. Dann dauert das G ja noch ein Weilchen, also es sollte erst kommen. Oder ist es bei den Schlangen hier? Da ist es! Jetzt sehe ich es erst! Ah! Wie blind war ich? Wieso war ich so blind? Ich habe es nie gesehen. Ich dachte, jetzt kommt es immer erst, wenn mich dieser Lava-Fluss verfolgt. Boah, war das eine Qual. Naja, das Level ist schön. Ich lasse mich davon ja nicht irgendwie beeinträchtigen, in meiner Meinung. Vor allem... Wie schlimm kann es sein? Ich habe gerade mal 24 Minuten jetzt gebraucht für dieses Level. Es gibt Level bei Zelda zum Beispiel oder sonst wo. Oder Tempel. Wo ich Monate gebraucht habe. Und das ist was ganz anderes. Ein ganz anderes Niveau. So, das Portal hat sich voll gelohnt. Sehr schön. Puh, das war anstrengend. Ein Video für ein Level. Das geht vermutlich so weiter. Nun denn... Rauchgipfel. Nein, wir machen erstmal Schienenbarbecue. Das klingt nach Loren. Es geht schön weiter. Mit Loren sollte ich eigentlich besser hinkriegen als Raketen, denn da muss ich nicht die ganze Zeit A tappen. Gut, dann bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.